Oh mein Gott, wie spät ist es? 5 Uhr? Oh nein, ich muss aufstehen, ich komme sonst zu spät zur Schule. Okay, was haben wir heute? Mathe und Englisch und was muss ich noch einpacken? Oh, Geschichte, alles klar. Gut, dann einmal meine Sachen packen und ich glaube, ich sollte alles haben. Ich habe mir ja meine Sachen gestern schon gepackt. Dann esse ich jetzt noch einen Apfel, weil gesundes Frühstück ist wichtig für einen produktiven Tag. Und, oh, dann ziehe ich mir noch schnell was anderes an, weil das kann ja auch nicht sein. Ich will ja ordentlich aussehen in der Schule und nicht irgendwelche Dresscodes violaten hier. Hey, hallo, hier ist Ranja und wir spielen heute Brookhaven einmal als guter Schüler versus schlechter Schüler und schauen, wie die Unterschiede sind. Und ich bin ein guter Schüler. Ich spiele zusammen mit der Easy. Und heute ist mein Tag in der Schule, ja. Ich werde mein Bestes geben. Ich bin früh in der Früh dran. Ich bin in der guten Zeit, würde ich sagen. Ja, ich komme rechtzeitig in die Schule. Ich habe gefrühstückt. Oh, nein, mein Rucksack. Ich brauche meinen Rucksack. Ohne Rucksack kann ich ja nicht in die Schule gehen. Ah, oh, wie dumm von mir. Wie peinlich. So, viel besser. Und auf geht's. Ich habe leider kein Auto, deswegen renne ich jetzt. Ah, das kann ja nicht sein, dass ich zu spät komme. Oh mein Gott, die Leute hier fahren auch wie die Wahnsinnigen. Okay, da ist die Schule. Und ja, Unterricht. Ich freue mich. Neuer Tag, was zu lernen. Aufstehen. 12.30 Uhr? Nee, ich bleib noch eine Minute liegen. Nee, okay, wir stehen auf. Alles klar. Warte mal, geht die Schule nicht bald los? Ach, ist mir doch egal. Cookies. Oh ja, Cookies. Ich hab ein Cookie-Oberteil an. Brauch was zum Frühstück. Was haben wir denn hier Leckeres? Oh, eine alte Pizza! Schmeckt die aber gut. Und, was haben wir noch? Eine Cola. Ja, Cola ist wunderbar. Eine schöne Cola hier morgens. Lecker. So wird man erstmal wach. Jetzt erstmal eine Runde. In den Pool! Wo ist mein Pool hin? Jemand hat meinen Pool abgeholt. Oh nee, die Nachbarin, die geht schon wieder pünktlich zur Schule, Alter. Ah, dann ziehe ich mich wohl auch mal um. Dann geht's jetzt los hier. Zack. Da mein alles Käsemobil. Damit komme ich bestimmt richtig gut an. Und dann fahren wir mal. Oh no! Oh, schon wieder ein Unfall gehabt. So ein Mist aber auch. Komm schon, du doofes Ding. Komm schon. Ah, weißt du was? Dann lasse ich die jetzt einfach liegen. Renn vor den Bus hier. Kein Problem. So, die anderen werden schon warten bestimmt. Ich weiß gar nicht, wann es losgeht. Oh Mann. Naja, ich komme wie immer zu spät. So, Student. Und da bin ich auch schon. Hallo. So, mein Mathebuch ist das hier. Dann was geht schon ab? Es ist 4 Uhr, du kommst jetzt erst in die Schule. Ist das dein Ernst? Wann bist du denn in der Schule? Ich muss mich halt noch stylen. Was hast du für ein Problem? Morgen deswegen halt. Sehe ich auch so aus und du siehst so aus. Ja, also okay, komm mal lieber mit zum Matheunterricht. Das ist ja furchtbar. Was ist denn jetzt furchtbar? Wo ist dein Problem? Mein Problem? Ist hier Mathe? Ne, Mathe ist das hier der Mathe-Kurs? Wir sind seit Jahren in der Schule hier. Oh mein Hallo, Gott. Hallo, hier ist Mathe. Dann bin ich mal weg. Ciao. Oh, Easy, eine Sache. Ich wollte dich noch was fragen. Oh. Ja, was willst du denn? Hast du Lust, nachher Hausaufgaben zusammen zu machen? Hausaufgaben machen? Ja. Was stimmt denn nicht mit dir? Wieso? Ich lass dich gleich einweisen. Junge, wer macht denn heutzutage Hausaufgaben? Trink eine Cola. Dann bist du vielleicht ein bisschen besser drauf. Aber... Also willst du nicht deine Hausaufgaben machen? Wie willst du denn auf deine Tests vorbereitet sein, wenn du deine Hausaufgaben nicht machst? Tests, Alter! Oder wie willst du mündliche Noten sammeln? Wie sollen wir uns denn melden, wenn wir unsere Hausaufgaben gar nicht haben? Weißt du, wie ich mich auf meine Tests vorbereite? Aha. So! Oh mein Gott, was? Oder so hier mit dem Spickzettel. Je nachdem, wie ich gerade Lust habe. Oh, aber pass auf, nicht, dass du erwischt wirst. Das ist verboten. Oh nein, das ist nicht, gegen die Schulregeln. Oh, was könnte denn Schlimmes passieren, wenn ich erwischt werde beim Spicken? Oh nein, da bekomme ich eine schlechte Note. Du könntest eine 6 kriegen. Die kriege ich doch sowieso, wenn ich nicht gelernt habe. Ja, das ist so risk no fun. Wann geht's denn jetzt los? Ist die Lehrerin überhaupt da? Weißt du was? Ich weiß einfach ab. Ich habe keinen Bock mehr. Ich gehe weg. Ciao. Aber sollten wir nicht warten? Warten auf was denn, Ronja? Dass der Lehrer kommt? Nie mehr. Vergiss es. Ich bin weg. Tschüss. Das weißt du doch gar nicht. Ich warte trotzdem. Ich habe mich jetzt extra hier vorbereitet. Ich bin mir sicher, die Lehrerin oder der Lehrer kommt noch. Vielleicht haben wir ja Vertretungsunterricht, falls die Lehrerin krank ist. Aber ich glaube, ich meine, wir sollen ja auch was lernen hier in der Schule. Ich bin ja nicht zum Spaß hier. Oh Mann, immer diese Unfälle. Dieses eine Mädchen ist mir heute Morgen voll in den Bus gefahren. Oh. Hallo Klasse, ich bin jetzt da.
Hi, also, die anderen Schüler sind gegangen, Frau Lehrerin. Die haben gesagt, sie kommen nicht mehr. Aber ich bin geblieben, weil ich möchte was lernen. Du bist die Einzige, die jetzt hier ist? Oh nein, es ist aber auch schon 19:30 abends. Das kann doch nicht wahr sein. Warte, alle sind weg, selbst Izzy? Ja, ja. Oh nein. Ich habe versucht, sie aufzuhalten, aber... Ich glaube, die Hoffnung bei dem Mädchen ist verloren. Da können wir auch nichts mehr machen. Die ist nicht mehr zu retten. Früher oder später landet sie im Knast. Ja, ich denke auch. Ach, wenigstens bist du eine gute Schülerin, Ronja. Ach, danke schön. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Ja, na klar, hier. Oh ja, das sieht aber sehr gut aus. Wunderbar. Weißt du was, Ronja? Ich glaube, das ist gar nicht notwendig, dass wir deinetwegen jetzt hier Unterricht machen. Du weißt doch eh schon alles. Du kannst doch schon alles. Ich würde sagen, du bekommst jetzt mal eine Hausaufgabe von mir. Okay. Ja, deine Hausaufgabe ist es, Izzy davon zu überzeugen, gut in der Schule zu werden. Oh mein Gott, das ist unmöglich. Wie soll ich das machen? Das wird benotet? Was soll heißen, das ist unmöglich? Oh, Entschuldigung. Oh. Okay. Mach deine Hausaufgaben, Kind! Alles klar. Mach sie! Ich mache meine Hausaufgaben. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Bis morgen. Oh Gott, wie soll ich denn die Izzy davon überzeugen, anderer Schüler zu werden? Das ist doch unmöglich. Oh mein Gott. Oh no, ich habe noch nie meine Hausaufgaben nicht gemacht. Das steht bestimmt negativ als Eintrag in meinem Klassenbuch. Izzy da? Izzy? Yeah, was für ein nices Quad-Treffen das heute wieder war. Ah! Alter, renn mir doch nicht vors Quad, Junge. Oh, du bist es. Hi, Ronja. Hi. Was geht? Über die Schule? Izzy, willst du dich nicht doch überzeugen lassen, in der Schule gute Noten zu schreiben? Ich meine, guck mal, dann kannst du ein gutes Abi schreiben und dann kriegst du später immer gute Noten und würden sich deine Eltern nicht auch freuen? Ich krieg einen tollen Job und dafür 40 Stunden die Woche arbeiten. Nee, genau. Ich verzichte. Wie jetzt? Okay, Izzy. Hab ich dir erlaubt reinzukommen? Entschuldigung. Ich dachte, wir sind Freunde. Ja, du kannst rein. Danke. Okay, ist okay, ist okay, ist okay. Okay, aber guck mal. Ja. Möchtest du nicht auch gute Noten in der Schule? Nein. Ich kauf dir ein Eis, wenn du eine gute Note kriegst. Ein Eis? Ja. Also, wenn du mir eine Pizza kaufen würdest, dann könnten wir drüber reden. Hand drauf, ich kauf dir eine Pizza, eine große. Oh, was? Mit was? Was auch immer du willst. Sie mit Pilzen, mit Spinat. Ich hasse Pilze! Oh. Ich hasse Pilze! Aber ich nehme eine Pizza mit Spinat. Oh. Und Ananas. Okay. Ananas auch? Ja, ich liebe Ananas. Okay. Vegan, bitte. Danke. Ja, ja. Weil, ich muss ganz ehrlich zugeben, meine Lehrerin, also unsere Mathelehrerin, ich glaube, mit der stimmt irgendwas nicht, aber die meinte, ich kriege als Hausaufgabe, dass du in der Schule dich anstrengen sollst und ich soll dich davon überzeugen. Und ich habe mir gedacht, wie ist das überhaupt möglich? Aber ich freue mich, dass du dich auf die Pizza eingelassen hast. Das rettet mir meine Note, Izzy. Vielen Dank. Gar kein Problem, gar kein Problem. Wollen wir noch eine Runde zur Schule fahren? Oh, klar. Gerne. Das ist die Einstellung. Wir machen ein bisschen Hausaufgaben in der Schule. Oh mein Gott, ja, ja? Gerne. Komm rauf. Warte, kann ich? Ja. Ja, na klar, kannst du, genau. Wir fahren jetzt zur Schule. Oh mein Gott. Ich hätte nicht gedacht, dass das bei dir so gut funktioniert. Das ist richtig... Oh, ich freue mich. Ist das der... Oh mein Gott, ist das der Weg zur Schule? Ja, ja, das ist der Weg zur Schule. Ich fahre hier jeden Tag lang. Das kannst du mir schon glauben. Okay. Aber vielleicht erklärt das, warum du immer zu spät kommst. Oh, aber wir können für die nächste Arbeit zusammen lernen. Die ist bestimmt bald. Ja. Definitiv. Das ist super. Ist nachts ist die Bibliothek auch immer leer. Herr Officer! Warte. Das ist nicht die Schule. Dieses Mädchen muss festgenommen werden. Was? Ah. Ich helfe Ihnen. Na, ich bin so... Stopp, Izzy. Wo hast du überhaupt die Waffe her? Zack. Hilfe. Yeah. Stopp. Du bist verhaftet. Wofür? Fürs Lernen, für Hausaufgaben. Wieso wird man für Hausaufgaben verhaftet? Ich versuche doch nur ein guter Schüler zu sein. Headshot. Nein. Hilfe. Ist hier irgendjemand? Es ist mitten in der Nacht mittlerweile. Ich muss eigentlich schon längst schlafen oder lernen. Ich habe heute noch gar nicht gelernt. Oh, ich will in den Helikopter, ich will fliegen. Nein, nicht in den Helikopter steigen, so entkommst du mir nicht. Und hoch. Wie fliegt man denn das blöde, doofe Ding? Oh, nein, 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 das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich glaube, als Schüler bist du besser als Pilot. Ich renne absolut weg. Helikopterfliegen ist nicht meine Stärke. Hilfe! Oh, Mann. Oh, Mann. Jetzt pack die blöde Dings weg. Wenn hier noch irgendjemand kommt und das sieht, dann bist du wirklich verhaftet. Stell dir mal vor. Ja, und? Ja, und ist dir komplett egal, was aus deinem Leben wird?
Ja, von mir aus. Komm, dann lernen wir eine Runde, okay? Oh, ja, nice. Ich bringe dir was bei, kein Problem. Setz dich ruhig hin, ich bringe dir was bei. Okay. Brauch ich mir ein Buch? Was möchtest du wissen? Ja, du brauchst definitiv dein Buch. Okay, weil wir hatten heute nur so wenig Matheunterricht, weil die Frau Lehrerin so spät war. Das hier ist eine Magnum, okay? Diese Magnum kann schießen. Sie ist gerade nicht gesichert. Ich zeig dir kurz, wie man die sichert, okay? Drück mal den Knopf da. Okay, ja. Ja, boom. Oh, Entschuldigung, das war fast dein Kopf. Warte mal. Bist du sicher, dass du weißt, wie man damit umgeht, mit dem Ding? Ah, Mist. Nimm sie mal. Ich will sie nicht nehmen. Ich will sie wirklich nicht nehmen. Du musst es mal versuchen, Ronja. Genau, und jetzt einfach mal entsichern und dann... Entsichern und geh mal aus dem Weg. Ja, ja, Entschuldigung. Okay, Schuss. Nein! Ah, verdammt! Oh, Jessi, das tut mir so leid! Das war an meinem Knie. Oh, nein! Oh, das tut mir so leid. Oh, das tat so weh. Warte, ich bring dich ins Krankenhaus vielleicht oder so. Ist hier irgendwo das Krankenhaus in der Nähe? Oh, ja, Entschuldigung, aufpassen mit dem Kopf. Neben der Schule, es ist neben der Schule, bitte. Ach komm, Ronja. Ist nicht neben der Schule. Hier ist das Krankenhaus. Du warst jetzt selber ins Krankenhaus. Ach, hier ist tatsächlich das Krankenhaus. Tatsache. Oh, das tut mir... Ja. Oh, nein. Oh nein, ich habe Easy angeschossen. Okay, das war's mit dieser Folge von Roblox Brookhaven. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch. Dann, wenn ihr nochmal sowas Ähnliches sehen wollt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten schaut unbedingt bei Easy auch vorbei. Wir machen da auch Brookhaven-Videos und noch andere Roblox-Sachen zum Beispiel. Und wir haben ein neues Minecraft-Projekt. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaut euch das gerne an. Und ansonsten abonniert auch diesen Kanal. Hilfe, ich werde entführt. Dann hast ihr keine neuen Videos mehr. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.